Und es geht das Licht an. Ja, das Licht geht an. Ein Hexer tötet ihn! Ich kann Steinigt ihn! fliegen. Ist Weibsvolk anwesend? Nein. Nein, nein! Doch, Smiley ist da. Ah, stimmt. So. Das ist falsch. So, wir sind fleißig gewesen. Schärfe, Ich hab's schon gesehen. hä? Nix hauen, wir machen Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Wir Mehr brauchen Schuhe. Arbeit? Ja, Fantastisch. genau. Ja. Wir brauchen Schuhe. Erik, hier oben auf dem Dach. Ja, danke. Deiner. Welches Dings war das nochmal? Command Conquer, ne? Ja, Stunde Generäle. 0. Generäle Ja. beziehungsweise Stunde 0, ja. Wir brauchen Schuhe. Oh, ihr habt mir Schuhe geschenkt. Ihr seid ein guter Herr. Flo hat Erik eine Socke geschenkt. Was? Onkel Dobby hier. Der alte Dobmaster. Ich brauche mehr Steine. Jo, was geht, Dobmaster? So. Aber ich find's gut, ne? Was findest du gut? Hey, Wie du es gehst jetzt weg, kommst aussieht? wieder, alles fertig. Ja, das muss ich immer so machen. Optimal. Und dann wie in der Politik. Schaut, was ich geschafft habe, Kinder. Moment. Fantastisch, oder? Fantastisch! Das gibt's ja Helcom! gar nicht. Ja, genau. Gehört alles dazu. Ja. Emotionen! Oh, das Nee, Fenster ist das bei mir nicht. auf. Nee. Was, Nee. ist bei der anders aus. Enterprise? Was, bei der Was Enterprise ein ist? Fenster auf? Das ist aber keine Ja. gute Idee. Im Weltraum. Unendliche Weiten. Ach, jetzt weiß ich, wo der Fehler lag. Shit. Shit, Was? shit, shit. Nee, passt, passt, passt. Ich bin da zu hoch gegangen. Obwohl, eigentlich müsste ich ja hochgehen. Moment mal, da müssen wir nämlich hier die Rundung weghacken. Oh Mann, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Echt? Ja. Ich? Oh mein Gott, Echt? ich würde mich verbiegen. Scheiße! Da bin ich Da nochmal müssen noch nämlich. für 3 Stunden weg jetzt, So, ne? Moment mal, ich muss doch mal grillen gehen. Ich hatte das Fleisch auf dem Herd vergessen. Wir müssen nämlich noch die inneren Vierecke wegmachen. Ja, die Was? inneren Dreiecke, so. Die inneren Dreiecke? ID-Dinger hier. Weil das soll auch alles eine Linie werden später. Ja. Das heißt quasi nach außen hin. Und dann hoch. Hier. Ich mach's mal vor. Der Onkel Erik zeigt euch mal, wie das geht, Kinderchen. Damals, ne, da hatten wir ja nur die Spitzhacke, ne? Da hatten wir so Nee, da modern. haben wir es mit der Hand gemacht, haben wir mit den Fäusten die Steine abgetragen. Genau, wisst ihr, damals, ne? Da hatten wir nur die blanke Faust und unsere Holzschuhe, ne? Da war das nicht so wie heute mit der Spitzhacke und diesem ganzen neumodischen Firlefanz da. Das hatten wir damals nicht. Brauchte damals auch keiner. Genau. Warum sieht das komplett anders aus auf der einen Seite wie auf der anderen Seite? Was? Wo denn? Rechts, das sieht anders aus wie links. Wo Nein. denn? Nein, finde ich nicht. Ich würde jetzt erstmal anfangen. Warp-Antrieb ist gestartet. Wie soll ich das sagen? Es ist ein wenig länger. Was? Auf der rechten Seite als auf der linken. Auf der linken ist es breiter, auf der rechten ist es länger. Moment. Aber es sieht untertassenförmig aus und man kann es auch wahrscheinlich erst abschätzen, Hä? wenn. Siehst du es nicht? Nein. Okay, sehr gut. Ich schieb jetzt drüber. Deswegen bist du auch der Chef und wir sind die Planer. Ja. Hast du eine Ahnung? Nein. Nein. Wie viel verdienst du? Genug. Schönen Tag noch. Ja. Ich bin dann hier, ne? Nicht genug, um euch Ehrenmitglied. eine Gehaltserhöhung zu geben. Ja, genau. Aber für mich ein neuer Ferrari muss drin sein. Ja. Dann müssen die So. Mitarbeiter auch mal ein bisschen zurückstecken, ja? Ja, genau. Es kann ja wohl nicht Das sein, dass ist. 5000 Leute ihre Familie ernähren wollen. Ja, echt mal. Das reicht, Da wenn muss ich man meine auch auf den Tisch Familie hauen ernähre. hier. Ja. Ja? Fantastisch. Immer diese scheiß Mitarbeiter, die Ja. fordern, 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 ne? Ja. Und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und was ist? Keine Es kommt, Dankbarkeit. ja, Ja. dass ich ihnen einen Job gebe. Ja. Dass sie mir ihre Arbeitskraft geben, die Arbeitgeber, die Miesen. Ja, echt mal. Frechheit ist Weil, das. ja. Und ich als Arbeitnehmer, also als Chef. Arbeitgeber. Weil, nee, er nimmt doch die Arbeit, oder nicht? Achso, er nimmt die Arbeit und Er verteilt nimmt sie die ja. Arbeit der Arbeitgeber. Ich bin Also, verwirrt.
Du bist der Arbeitgeber und dein Chef ist der Arbeitnehmer, weil er, du gibst deine Arbeitskraft und er nimmt deine Arbeitskraft. Eigentlich wäre es so rum korrekter, ja, das stimmt. Keine Ahnung, ich bin kein Wirtschaftsprof. Ich auch nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10.000 auf der Bank. Nur auf der Bank? Pro Monat. Nee, pro Monat. Ach so, ja, ja. Und den Rest in deinem Kopfkissen. Wahrscheinlich, ja. Im Moment habe ich unterm Kopfkissen nur Steine. Ja. Und ein Dach, was aus Hölzern besteht. Woo! Danke, Natur, ja. Dass du mich schön ablederst hier. Ja. Mehr brauchen wir auch nicht, ne? Also. Ja, gut. Nee, nee. Alles andere ist überflüssig. Minimalismus. Ja. Da finde ich übrigens, gibt es ja auch so eine Bewegung, die Minimalisten. Oh Gott, ja. Ja, findest du die gut? Ich finde das von der Denkweise her. Also, die haben zum Beispiel einen so einen Typen interviewt mal. Mhm. Und der kauft sich 10 Bücher und die liest er durch und verschenkt sie dann. Ja, das ist ja okay. Das meine ich nämlich, weißt du, was ich meine? Ich meine jetzt nur so wie so ein Yogi oder sowas, auf einer Stahlmatte zu schlafen und täglich einen Bonsai zu essen oder so. Das ist natürlich dann schon ein bisschen hardcore. Ja. Das stimmt. Aber ja. Also grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt. Ich finde die Sache, wenn du was, viele schmeißen es ja auch weg, wenn du es verschenken kannst dann und jemand kann es gebrauchen, warum nicht, weißt du? Ja, eben. Ist deswegen. Ich dachte, das nennt man Sozialismus, aber habe ich mich wohl doch noch gehört. Heißt das Sozialismus? Es gibt den Sozialismus, ja. Was ist das? Ja, da kriegt jeder. Jeder kriegt aufs Maul jetzt, ja, das reicht hier. Reg den Opa auf, da gibt's auf die Fresse, so sieht's aus. Nein, das ist dann. Kaffee hier, verdammte Scheiße, Erna, hol mir. Da wird dann planwirtschaftlich gearbeitet, da wird dann, je nachdem, was für ein Bedarf ist, der wird dann produziert. Da gibt's keine Überproduktion. Na gut, dann hat die DDR auch nicht funktioniert, ne? Okay, aber haben wir nicht auch aus der Bibel gelernt mit den Ägyptern? 7 fette Jahre, 7 magere Jahre? Ja. Ja. Nee, ja, eigentlich ja, schon. Aber eigentlich schon, ja. Die fetten Jahre sind vorbei. Genau so. Ja. 7 fette Jahre, 7 magere Jahre und deswegen muss ja das Korn in der Kornkammer einkammern. Ja, ich hatte jetzt 7 magere Jahre, jetzt kriege ich 7 fette Jahre, danke. Na, du musst ja rechnen, 7 hoch 7 magere Jahre. Ach, verdammt. Ey, ja, so einfach ist es schon nicht. Nee, verdammt. Du als Arbeitgeber. Ja. So. Was machst du denn da? Was denkst du denn, was ich mache? Bei mir ist ein Teil der Enterprise verschwunden. Du hackst irgendwas. Du hackst ich verbreite diese Sektion hier. Bis hier vorne hin. Brauchst du? Ja. Ja, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, ja, nee, mach erstmal, aber dann sage ich das. Aber die, also die Höhe bleibt so, ne? Ja, klar. So, okay. Denke ich schon, oder? Ja. Ja. Ja, aber dann können wir nicht einfach nämlich so rüberbauen. Wir müssen einfach einen kleinen Wurf einstellen. Und Picard muss die Rampe immer runterrutschen. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Da gibt's nicht hier irgendwie. Oh, wir werden. Captain, wir werden, was weiß ich, von den Klingonen geentert oder den Romulanern. Und so, ja, wie groß sind denn die? 2 Meter, ja. Pech gehabt. Pech gehabt. Kommt keiner durch. Die teleportieren direkt in die Wand. So. Gutes Abwehrmanöver. Gibt's dieses Jahr nicht auch einen neuen Star Trek? Mit dem jungen Picard. Ne, mit dem jungen Kirk. Ja, wirklich. Oder mit dem jungen Picard? Echt? Also im Moment ist ja hier Picard-Zeit. Ja? Ja, oder nicht? Ich habe mal irgendwo gelesen, das ist ein neuer Picard. Kirk, so. Aber Picard, das wäre ja auch mal cool. Ja, Picard, das wäre interessant, ja. Obwohl ich sagen muss, die jungen Kirk-Folgen, die Kirkens, also die Chicken Mac Kirkens, die sind auch nicht schlecht. Die sind wirklich gut, ja, das stimmt. Also gut gemacht auch. Ja, das finde ich auch. Letztes habe ich aber auch gesehen, bei Spider-Man zum Beispiel, ne? Spider-Man war ja, wie soll ich das sagen, so voll Nerd, kann man sagen. Mhm. Wurde gebissen und ist dann der Superheld geworden und der, wie heißt der, der Green Goblin nochmal. Green Lantern? Nee, nicht... Man merkt, dass du volle Ahnung hast, Alter. Ich tu nur so. Ja, merke ich gerade. Nee, der Green Goblin, das war doch Osborn, ne? Der Osborn-Spund oder irgendwie sowas, wie hieß denn der nochmal? Und der war voll der Schönling, so voll der Coole. Okay. Und beim neuen Spider-Man ist Spider-Man der richtig Coole und der Osborn-Junge der Nerd. Ah, okay.
Warum auch immer. Aber es gibt doch jetzt auch demnächst im Kino Batman vs. Superman. Ja, hab ich das gesehen. War aber, Achtung, ja. Ja. Hat man bei einem Film 2009 schon irgendwo als Werbung im Hintergrund gesehen. Ah. Fand ich krass. Fand Spoiler! Ich krass. 2009 schon, ja. Ja. Ihr wisst schon, welche Filme kommen, was soll das, Mann? Und dann sagt es uns auch noch, also so das durch doch, die Blume, weißt du? Das ist doch so wie bei Quentin Tarantino-Filmen. Da, ich weiß nicht mehr, welchen das war, wo Machete-Trailer lief. Und dann alle gesagt haben, oh, wir wollen unbedingt den Machete haben. Ja. Das war doch, gab's auch irgendwo. Und dann hat er gesagt, ich weiß. Ja, ich weiß, deswegen drehe ich jetzt einen. Nee, deswegen habe ich doch schon einen fertig. Das ist ja noch schlauer, wenn du einen Film machst, dann mit dem einen Film die eine Werbung machst. Ja. Und dann sagen alle, oh, voll geil, Mann. Hab ich schon gemacht. Hab ich schon gemacht. Ja. Alles. So.